Kalender, The 8 Pages, ist Ihnen mittlerweile zu langweilig? Dann schnappen Sie sich eine Taschenlampe und entschlüsseln Sie das dunkle Geheimnis des ehemaligen Besitzers von Craven Manor im gleichnamigen Indie-Spiel. Das so zur Einführung zu Craven Manor, einem neuen Indie-Game und einem neuen Wundergame, also einem Letzt-Test-Spiel, das ich ausgesucht habe, das ich aber auch gar nicht kenne, was ganz blind ist. Ich habe es nur angespielt und leider gestern Abend schon mal hier gesessen und das Ganze aufgenommen. Und dann war die ganze Aufnahme gar nicht aufgenommen. Das ist sehr blöd gelaufen, so kann es laufen. Und da ich zu Craven Manor sonst nicht viel sagen kann, habe ich deswegen hier das ausgedruckt. Und lese euch das einfach mal vor. Das tue ich nämlich auch so, wenn ich keine Ahnung von irgendwelchen Spielen habe. Dann kann ich ja auch immer mal reinlesen, um was es da überhaupt geht. Und hier steht, von Chip ausgedruckt, Craven Manor Horror-Indie-Spiel in ansprechender Atmosphäre mit innovativen Ideen. Wie für dieses Genre typisch kommt Craven Manor mit spannungsgeladener Soundkulisse und düsterer Grafik. Auch das Setting in einem alten Anwesen, dessen Geheimnis zu ergründen, ist nicht neu. Zur Soundkulisse kann ich schon mal sagen, schöne Musik. Auch die Art, in der das Anwesen erkundet wird, ist originell. Sie setzen sich das Anwesen selbst aus gefundenen Modellteilen zusammen und verknüpfen die einzelnen Räume nach ihrem Belieben. Darunter konnte ich mir bis jetzt nicht so viel vorstellen, bis ich es angespielt habe. Aber so ganz dahinter gestiegen bin ich noch nicht. Ihr werdet es aber auch gleich selbst erfahren. Die Craven Manor Demo, also es ging hier um die Demo, ich spiele das richtige Spiel, kommt in zwei Spielmodi neben dem normalen Spielmodus. In welchen Sie mit einer batteriebetriebenen Taschenlampe ausgerüstet sind, gibt es noch einen Albtraummodus mit manueller Taschenlampe und tödlicheren Gegnern. Das Indie-Spiel Craven Manor bietet eine gruselige Horroratmosphäre mit interessanten Rätseln, eine tolle Mischung für Fans dieses Genres. Ja, das ist ja genau das Richtige. Mit einer Taschenlampe geht es los. Und dann werden wir, Jetzt geht sie wieder. Ja, jetzt können wir auch losstarten in das Horrorspiel. Ich bin mit meiner Taschenlampe bereit. Wir werden den Rätseln auf die Spur gehen und Räume verschieben und das ganze Anwesen. Ich leg einfach mal los. Wir beginnen und spielen nicht auf Albtraum. Bitte nicht. Ich möchte erstmal nur normal. Denn das, was ich so ein bisschen angespielt habe, reichte mir schon an Albtraum. Und deswegen legen wir so einfach los. Lieben. Wo sind sie, die Geister? Gib sie mir! Gib mir die bösen Geister! Wo sind sie? Ich mach noch Scherze, aber ihr werdet sehen, es ist ein bisschen gruselig. So, und sonst so? Ah, es geht los. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Nicht über Gamepad, das ging nicht. Und, ach ja, was ich noch sagen wollte, es wird leider etwas ruckeln. Leider. Aber sonst würdet ihr mich gerade nicht sehen. Es gab entweder oder. Entweder mit Facecam, was ich wollte, oder halt ohne. Weil jedes Mal, wenn ich die Grafik hier runtergeschraubt habe, was ich nicht verstehe, dann geht auch die Kamera weg. Also müssen wir leider zumindest in diesem Testanspiel jetzt damit leben. Und wir gehen einfach mal rein in dieses Haus. Drücke E oder die linke Maustaste, um Gegenstände zu untersuchen, über denen eine Lupe erscheint. Ein schweres Bronzeornament, in das die Buchstaben KM eingraviert sind. Natürlich weiß ich jetzt schon, was ich machen soll. Aber es wäre ja langweilig für euch, wenn ich jetzt hier voll, loslegen würde. Anfangs bedauerte ich, dass die Rituale von Oktober Fehlschläge waren. Jedoch Monate später kehrte ich meinen Rücken einer Statue zu, die ich für hohl und tot gehalten hatte, und der Geist darin machte sich selbst bemerkbar. Ich kann hier auch Sachen irgendwie hochheben und die durch die Gegend werfen. Weiß ich auch nicht, was es damit auf sich hat. Dann ist hier an der Seite irgendwie so eine Art Tür oder so. Und ist das der Hebel? Ich hatte nämlich hier, da kann man nämlich, hier ist so ein leerer Sockel, das sieht aus wie der Angelpunkt für einen fehlenden Hebel. Hätte ja sein können, dass man das Ding hier aufheben kann. Ja, es gewittert hier sehr viel.
was natürlich zur Stimmung beiträgt. In der einen Ecke des Feldes befindet sich ein verziertes Schlüsselloch. Dann haben wir hier noch sowas, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Und hier hängen überall Bilder und so. Und das Ruckeln, ganz ehrlich, es nervt mich mehr wahrscheinlich noch als euch. Weil ich hätte es lieber runtergeschraubt, aber naja. Ich will jetzt auch nicht stundenlang hier mehr am PC rumfummeln. Und will das jetzt auch hinter mich bringen, vor allem weil es ja gestern schon nicht geklappt hat. Diese Öffnung sieht aus, als könne man ein rundes Objekt darin unterbringen. Dann haben wir hier so ein Bücherregal noch. Antike Bücher. Bücher zu esoterischen Themen wie Netermantie, Elementen und Alchemie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ah, hier liegt wieder ein Brief. Memo. Ein bedrohlich klingendes Memo von William Craven, adressiert an einen Unternehmer. Betreff, Gebäude müssen exakt nach Angabe gebaut werden. Ja, ich habe auch noch nicht verstanden, was es hier mit diesem Gebäude auf sich hat. Und ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt mal da oben hinzulaufen. Da ist, okay, einmal zeige ich es euch, aber es ist echt gruselig, deswegen will ich es gar nicht machen. Da ist eine eklige Statue. Podest. Eine furchterregende Bronzestatue steht auf dem Podest. Ja, und mich erinnert so eine Figuren, die erinnern mich halt voll an Dingens hier. An Anna erinnert mich das voll. Und was halt ziemlich gruselig ist, ist, dass wenn man halt auf eine Seite geht, sie auf einmal sich umgedreht hat. Ich habe mich da echt gestern Abend mega erschrocken. Was heißt erschrocken? Aber es war halt, ist einfach unheimlich. Wenn ich jetzt zur anderen Seite gehe, passiert das wieder. Also die bewegt sich einfach ziemlich unheimlich. Und, ja. Weiß auch nicht. Hier ist irgendwie eine runtergeknallte Lampe. Hier haben wir in diesem Ding einen Schlüssel, wo ich auch noch keine Ahnung habe, wie man da rankommt. Seht ihr? Und ja, ich laufe hier einfach mal weiter. Ach ja. Genau, dann kann man hier links und man sieht ja schon, hier geht so ein komisches Licht rein. Und dieses Licht, dem sollte man halt folgen, weil da geht es dann halt auch anscheinend weiter. Also gehen wir jetzt hier in diesen Raum. Und da liegt ein Buch. Gesammelte Werke von Heinrich Cornelius Agrippa. Auf jeden, der nicht wahrhaftig mit Phantasmen prahlend angibt, Wunder verbringen zu können, warten die Qualen des ewigen Feuers. Ist schön hier, ne? Ich fühle mich richtig pudelwohl. Ich gehe hier mal durch. Ich gucke einfach mal, ob es überall was zum Aufnehmen und Lesen gibt und so. Vielleicht erfahren wir dann mehr. Les Secrets Merveilleux de la Magie Naturelle von Albertus Magnus. Ablehnend gegenüber der Musik der Sphären, da die Bewegung astronomischer Körper unfähig ist, Ton zu erzeugen. Ja. Ja, hier ist plötzlich ein Buch runtergefallen. Das kann ich auch nehmen und auch durch die Gegend werfen. Keine Ahnung, wer hier rumspukt. Zeitungsausschnitt. Ein Zeitungsartikel, der von dem Verschwinden der Jugendlichen Marjorie Hedgepeth berichtet. Frau Hedgepeth. Hier ist ein Kamin. Wir wissen auch gar nicht, wer wir sind. Nix. Die Wärme reicht nicht weit in diesen kalten Raum hinein und ist weniger als tröstlich. Angeblich ist dieses Haus verlassen, jedoch hat irgendetwas das Feuer angemacht. Wir wissen nicht, wer oder was. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt hier sind. Aber es ist natürlich total unheimlich hier und überhaupt. Paradise Lost von John Milton. Das Epos handelt von dem biblischen Mythos vom Sündenfall. Ja. Hier haben wir so eine Art Aufzug oder sowas. Auch weiß ich da nicht so richtig. Ich mache ihn aber mal einfach auf. Kein Schaden. Und hier kommen wir dann nicht weiter. Ja. Ja. Ich hatte jetzt hier irgendwas, musste ich aufheben. Das letzte Mal, hier war irgendwo so ein Ding. Da muss ich hin und ja. Ich suche das jetzt gerade mal. Ohne das kommen wir nicht weiter.
Oh, das Ruckeln. Es tut mir echt leid. Ist furchtbar, ich weiß. Drücke E oder die linke Maustaste, um Gegenstände aufzuheben, fallen zu lassen oder zu manipulieren, wenn das Handsymbol erscheint. Bücher, Bücher, Bücher. Ah ja, genau. Hier ist das. Das Ding soll ich nehmen. Und dann wird's hier ganz komisch. Auf einmal verändert sich hier alles. Es fliegt alles so runter. Mal, es sieht ja schön aus. Wenn ich stehen bleibe, ist alles schön. Ne? Wenn ich laufe, ist alles so ein bisschen ruckig. Und damit gehen wir jetzt einfach mal zurück. Das Leuchten führt uns nämlich jetzt auch wieder zurück. Und dieses komische Weinkeller-Modell, whatever, sollen wir jetzt hier hinbringen. Und dann... Ja... Drücke F, um die Taschenlampe zu aktivieren. Moment. Geht los. Taschenlampe aktiviert. Okay. Ja. Jetzt nehmen wir das nochmal. Und ich soll das zum Tisch bringen. Und das ist mega merkwürdig. Ich habe hier echt lange gehangen. Vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, dass die Aufnahme abgebrochen ist. Weil ich habe hier echt lange gehangen und nicht gecheckt, was ich machen soll. Auch ich selber sehe mich und deswegen lappt mein Facecam-Bild leider über die Schrift, wo das S auch ist. Und ich dachte, hä, was steht da? Ist das was Wichtiges? Auf jeden Fall kann ich das nehmen. Und wenn ich das nehme und, ja, halt's mal fest, genau, dann kommt hier so eine Leuchtverbindung oder sollte eigentlich kommen, dachte ich. Oder auch nicht. Also den Schlüssel kann ich auf jeden Fall nicht nehmen. Aber eigentlich... So, ich drehe das jetzt mal. Komm, komm mal her. Komm mal her jetzt. Ja, das funktioniert gar nicht. Ah ja, genau, jetzt. Und guck mal, hier kommt jetzt so ein merkwürdiger Schlauch irgendwie. Und ja, und es piept und... Ist ja auch egal. Jetzt legen wir das auf jeden Fall mal ab und keine Ahnung. Und jetzt drücke ich E und beende das. Wir haben es ja dran gelegt. Was auch immer das gebracht hat, auf jeden Fall ist jetzt hier auch voll die Blutspur. Und die Figur da oben ist weg. Ich habe keinen Plan. Stück einer Statue. Ein abgeschlagenes Stück Bronze. Ja, es ist eklig und ich frage mich halt, ob dass die Statue da oben ist, die jetzt irgendwie gelebt hat und... Naja, ich weiß gar nicht, ob ich es wirklich wissen will. Und weil ich jetzt hier den Raum verändert habe, ist hier wieder so ein Leuchten. Und jetzt kommen wir gleich an eine Stelle, wo ich gar nicht weitergespielt habe. Also bis ich überhaupt das alles geschafft habe, jetzt speichert das auch automatisch, hat das echt lange gedauert. Bis jetzt weiß ich noch Bescheid. Mitteilung. Eine Erinnerung an alle Craven-Metallwerkarbeiter. Diebe und Faulenzer werden von Lord Craven bestraft und erhalten keinen Lohn während dieser Zeit. Ich weiß auch nicht, was hier unten das für ein Keller ist. Also es ist auf jeden Fall der Weinkeller. Und wir haben ja auch dieses Weinkeller-Ding da eingesetzt. Also kommt dann auch wohl der Weinkeller. Es ist mega unheimlich unten. Und wie gesagt, weiter habe ich bis gleich nicht gespielt. Hier ist wieder was. Fotografie. Dieses Foto ist Craven Metallwerke 1857. Betitelt und zeigt einen ernsten, gut angezogenen Mann in seinen 40ern bei der Eröffnungsfeier einer Fabrik. Blaupause. Die Pläne der Blaupause sind William Craven zugeordnet. Die Architektur spiegelt sowohl penibel genaue Details als auch einige äußerst merkwürdige Bauelemente wider. Es ist echt mega gruselig hier. Ich nehme mal die Weinflasche in die Hand. Weil ich mag hier gar nicht rumlaufen. Hatte ich das jetzt schon? Blaukosten. In diesen... Spesenabrechnung finden sich Hinweise auf Geheimgänge und sich verschiebende Wände. Ach, sieh mal einer an. Da komme ich her.
zerfetztes Gemälde. Von nahem betrachtet scheinen etwas dutzende kleine Kratzer an das Bild gemacht zu haben. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl. Es ist echt gruselig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe das zwar gestern schon durchgemacht, aber es erschreckt mich trotzdem noch. Vor allem wisst ihr auch gleich, warum ich nicht weitergespielt habe dann. Also, ja. Hallo. Hallo. Kann ich das Ding hier verschieben? Ach, ich kann das verschieben. Oder was? Also das Ding verschiebt sich doch hier gerade. Ja, jetzt komme ich hier auch durch. Oh Gott. Ich mag hier nicht sein, durch die Spinnweben. Da ist das Blut. Ich weiß nicht. Ich will nicht. Die Flasche hat überhaupt nichts gebracht. Und, ich weiß jetzt gleich nicht, was ich machen soll. Get out. Ja, das ist schön. Ich soll hier gehen. Ich bin hier nicht erwünscht. Ich bin nicht willkommen und ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Drücke und halte Left Shift, während du läufst, um den Gang zu spielen. Was, 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 was? Wow, da ist so ein Vieh und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Geh vorbei, drücke und halte Left Shift. Oh. Mach doch mal was. Mach doch mal was. Ich gebe mir echt Mühe. Boah, das Ding, das steht direkt neben mir. Aber noch lebe ich. Gestern bin ich gestorben. Oh. Hm. Hallo. 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 Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin schon wieder gestorben. Scheiße. Boah, ich habe keine Ahnung, was das hier unten ist. Du brichst zusammen und die Dunkelheit umhüllt dich. Ja, es ist schön. Ich habe keine Ahnung, was ich dann machen soll. Left Shift. Ja, ich drücke ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Also soll ich da jetzt dran vorbeilaufen können? Und ich, auch dieses AD, hat sich da überhaupt gerade was getan, als ich es gedrückt habe? Ich glaube, das bedeutet, dass man sich wehrt oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr unheimlich. Und bis hierhin habe ich gespielt, weiter weiß ich nicht. Schön. Craven Manor. Echt schön. Oder Männer. Ach, ja. Und schon bin ich wieder aufgeregt und mache keine Scherze mehr. So sieht's aus. Ja, ja. Weiter, weiter, weiter. Kommt schon. So, das Ganze nochmal. Kann man hier nicht, nee, ich mache jetzt hier nichts in den Optionen, weil, dann bricht gerne mal die Aufnahme ab. Ja, komm. Lauf hier einfach nochmal. Ist schön. Scheiß Vieh, ey. Bin jetzt viel näher dran. Hast du die Flasche nicht mehr in der Hand? Du bist so doof. Komm, nimm eine neue. Ach, geht nicht. Tüdü. Ich kapiere das nicht, was die wollen. Ach, warte mal, laufe ich jetzt?
So gehe ich. Drück und wenn du läufst. Ja, lauf doch. Hallo? Ich sehe nicht mal mehr was. Da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Oh. Oh. Voll gut. Schlafzimmermodell. Ja, ist schön. Schnell zurück. Was ist hier? Hatten wir schon. Das hatten wir alles schon. Ah. Oh. Na Mensch, guck mal. Ich bin sogar weitergekommen. Weil ich jetzt gelaufen bin. So, passiert jetzt wieder was? Nee, jetzt kommt dieses Supermodell. Jetzt haben wir das Schlafzimmermodell. Das Schlafzimmermodell knüpfen wir hier auch ran. Oder müssen es anscheinend erstmal drehen wieder. So. Ah. Na, guck mal. Und dann haben wir das auch. So, und jetzt können wir ins Schlafzimmer gehen bestimmen. Ja. Ach so, das Spiel geht übrigens eigentlich nicht sehr lange. Wenn man halt weiß, was man zu tun hat, soll man das irgendwie innerhalb von 1-2 Stunden oder so sogar geschafft haben. Also von daher dachte ich mir damals auch, ja, dann zocke ich das mal so durch eine Stunde, weil das ja auch ein Wundergame ist und die gehen ja immer länger und guck mal einfach, wie weit ich dann schon komme. Dann ist es schon wahrscheinlich fast durch. Speichern. Ich freue mich, wenn es speichert. Speichern ist schön. So, jetzt gehe ich mal hier durch und habe riesen Angst. Da ist die Figur wieder. Hallo. Ich weiß gar nicht, ab wie viel Jahren das Spiel ist. Es stand irgendwie nirgendwo. Hier haben wir wieder was, was wir uns wahrscheinlich durchlesen können. Oder auch nicht. Es regnet, natürlich. Es gewittert ja auch wie bekloppt. Da ist noch eine Tür. Was ist hier im Bücherregal? Buch. In diesem Buch sind viele Darstellungen und Skizzen menschlicher Zähne. Ich weiß nicht, was hier gemacht wurde in diesem Raum. Kein Plan. Wir nehmen mal die Tür. Die geht nicht, die ist zu. Dann müssen wir durch die Tür mit der Puppe. Ah, da freuen wir uns aber über die Anna-Puppe, die uns hier weiter verfolgt. Hier haben wir noch ein Bild von einem Dämon oder so, der auf einer Frau sitzt. Oh Gott. Hallo? Okay, das ist gruselig. Das Ganze spielt auch mit... Da ist die Puppe, ein Klein. Guck mal. Bist du das? Machst du hier dein Unwesen? Scheiß Puppe. Tatortfotografie. Beschriftet mit George Craven 408 bis 400... Was? 02? Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen männlichen Körper auf seinen Knien nach vorne übergebeugt. Sein Kopf ist in einen Bottich mit geschmolzener Bronze getaucht. Hier haben wir ein Bett für uns gemacht schon. Ein Artikel, der die sichtbare Abnahme heimatloser und bedürftiger in Doubtful Pass, West Virginia beschreibt. Ein Polizeichef heimst die Lorbeeren für die Säuberung der Stadt ein. Ja. Was haben wir hier? Notizen von William Craven. Obwohl Vaters Schläge mir hart zusetzten, hasste ich die unaufhörlichen Lügen meiner Mutter am meisten. Sie beide sterben zu sehen, war eine Erleuchtung. Es liegt eine Schönheit im Tode, die ich nie vergessen habe. Was ist denn mit diesem Craven los? Der ist ja auch irgendwie ein bisschen morbide, der Gute. Was ist das hier? Seltsame Kugel. Die Drahtkugel fühlt sich fast so an, als ob sie schwach elektrisch geladen wäre. Oh, da sind ja jetzt ganz viele von diesen Figuren. Aber eine von denen ist rot. Blutrot. Und hier ist noch mehr Blut. Die Tür ist zugegangen. Und die Tür ist zugegangen. Oh Gott, hier ist eine Truhe. Was ist hier? Fotografien. Ein alter hölzerner Baumstamm mit Blut bedeckt. Oh, ich habe Angst.
ein Haufen dunkler, verschwommener Fotos von 6 nackten Männern und Frauen, die mit Streifen roter Farbe geschmückt sind. Sie tanzen um eine Glaskugel herum. Der Schauplatz scheint das obere Stockwerk einer Bibliothek zu sein. Da liegt jetzt die Figur. Oh Gott. Die wird weggeschliffen. Wo ist sie hin? Ih, der Schatten. Ich habe Angst. Hier passieren so viele Sachen und ich... Ich will gar nicht in den Gang zurückgehen. Was ist jetzt mit der Figur? Was passiert hier? Ich check das alles nicht. Hier haben wir noch ein Gemälde. Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Hallo? Hallo? Was? Was? Ich muss vor irgendwas weglaufen, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Wow, da ist die Figur. Ich bin voll reingelaufen. Scheiße, ich bin gestorben. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinrennen soll. Toll. Scheiße, fuck. Wo weiß man denn, was man machen soll? Das ist voll unlogisch. Ich muss doch bestimmt wieder, hätte jetzt irgendein Objekt nehmen müssen. Irgendwas nehmen und damit rauslaufen. Vielleicht kann ich ja vorher mal gucken, wo es sein könnte. Bevor ich halt zurück in diesen Raum gehe oder so. Aber wir haben das ja zuletzt auch da gefunden. Nachdem die Puppe uns anfing anzugreifen, haben wir es auch erst gefunden. Ach, ich weiß auch nicht. Tja. Ich glaube, wir sind so eine Art Detective auch oder sowas. So stelle ich mir das vor. Ja, ja, ja. Geh mal durch hier. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt irgendwas dafür kriege, wenn ich mir das angucke oder bla bla bla. Okay, okay. Einfach nochmal alles ein bisschen anklicken. So, die dreht sich auch, wenn wir sie anklicken, okay. Ja, hier wieder die gruseligen Figuren. Tür ist abgeschlossen. Also es klingt ja auch so ein bisschen nach Hexenkram hier, ne? Weil tanzen da rum ist doch komisch, oder? So, ist schön. Alles ist eklig und gruselig jetzt hier. Vielleicht können wir auch jetzt das Ding nehmen. Das Ding fällt wieder um. Tidudum. Ja, aber was soll ich denn hier nehmen? Ich hätte jetzt die Kugel eigentlich mitgenommen, aber das ist ja auch nicht so ein Stück für den Raum. Weiß ich auch nicht. Oh, ist das blöd. Ich mag da gar nicht hingehen. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch erzählen oder so. Oder machen. Aber ich will nicht. Ich verkacke sowieso. La la la. Da ist so ein Doktor. Nein, nicht, nein, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht sterben, nein, ich will nicht, nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich. Leck mich, Spiel. Ich steht vor mir und ich komme auch nicht dran vorbei. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Es ist echt blöde, ganz ehrlich. Ja, wir sind bestimmt so eine Art Detective oder so. Und, gucken uns da das Haus an und vielleicht ist das so eine Art Hexenritus, was wir da aufdecken. Die Eltern sind wohl tot von dem Craven. War der Craven ein Doktor? Hat er medizinische Sachen gemacht?
auch mit den Zehen war es vielleicht ein Zahnarzt. Könnten so die Vermutungen sein. Aber es ist, finde ich, bis jetzt vom Spiel echt ein bisschen verworren. Also, ich kann das irgendwie gar nicht einschätzen. Ja, man soll ja auch Angst haben. Natürlich kommt das alles sehr unverhofft. Ist ja klar, soll ja auch so sein. Aber irgendwie weiß ich immer gar nicht, muss ich jetzt wegrennen? Wann geht's los? Jetzt wieder das Ganze. Boah. Vielleicht geht ja auch gleich die andere Tür, die vorher zu war. Könnte ja auch sein. Ich laufe jetzt einfach mal durch, ne? Die Kugel mache ich nochmal an hier. Super. So, die geht zu. Ganz toll. So, die wird weggeschliffen. Die gruselige Puppe wird weggeschliffen. Na, wo ist der Schatten da? Das ist so albern, je öfter man das halt durchlebt hier. Aber was soll ich machen? Ich habe keine Ahnung, wo ich auch hinlaufen soll. Vielleicht muss man auch nur eine gewisse Zeit das schaffen, vor dem Vieh wegzulaufen. Ich habe keine Ahnung. Geh durch die Tür. Shit. Ja. Die verfolgt mich doch, ne? Hier. Steht die... Steht neben mir. Oh Mann, oh. Ich stehe in der Ecke. Was soll ich denn machen? Ey, das ist jetzt schon der dritte oder vierte Versuch oder so. Versuch Nummer was weiß ich nicht was. Ich sterbe hier die ganze Zeit. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Ja, es ist blöd. So, ich bin schon wieder hier. Ich sterbe hier ständig wegen dem Vieh und weiß nicht, was ich machen soll. Ist echt ein bisschen kacki. Ich mache jetzt hier wieder alles auf und zu. Und ja, sie wird wieder weggezogen. Das ist wirklich schrecklich. Und wir gehen weiter. Wann kommt der Schatten? Jetzt kommt der Schatten. Und jetzt gehe ich durch die Tür. Die Tür fällt zu und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Dreh dich um und lauf weg. Lauf einfach... Keine Ahnung. Lauf einfach weg. Oh, ich sehe gar nichts. Haha. Drück die... Zieh die Kordel. Zieh die Kordel. Zieh das Ding hier. Komm, zieh da dran. Das muss doch zu irgendwas gut sein. Jetzt, ja, komm, zieh die Kordel. Ha, ich schaffe es. Ho, ho, wuhu. Journal, Journal. Ich bin auf ein weiteres Raummodell gestoßen. Es scheint ein Schlafzimmer zu sein. Der Schrecken lebt in den Nischen der Dunkelheit, einem Ort zwischen Neugier und Wahnsinn. Ich kann es spüren. Es trachtet danach, mich zu vernichten. Mhm. Ich habe die Kordel gezogen. Ich hab's doch schon gemacht. Ja, ich hab's doch schon gemacht. Ja. Ist es weg? Ach, das böse Vieh ist weg. Das ist ja schön. Altes Tagebuch. Das meiste in dem Tagebuch ist Humbug und Kokolores, aber ein Satz sticht heraus. Wahrheit liegt jenseits des schlafenden Mannes. Mhm. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das so eine Art Zahnarzt oder so, den wir da spielen. Ich weiß es nicht. Ah, hier ist jetzt zu, da waren wir schon. Jetzt müsste die andere Tür ja gehen. Nee, die geht auch nicht. Ja, was mache ich denn dann? Ist hier oben irgendwas? Ich gucke mich so selten oben rum. Um? Hm. So viel Kokolores hier. Das meiste in dem Tagebuch und so weiter. Muss ich nochmal an der Kordel ziehen? Was soll ich denn sonst machen? Komm, zieh da nochmal dran. Hei, 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 hei. Nee. Ist hier noch eine andere Kordel?
das, den Globus da oben komme ich daran. Hä? Ach, hier liegt noch was auf dem Boden. Tatortfotografie. Beschriftet mit Jacqueline Craven, 408 bis 01. Dieses Schwarz-Weiß-Foto zeigt einen zergliederten weiblichen Körper. Also hatte er noch eine Frau oder eine Schwester oder ich weiß auch nicht, was mit dem Craven ist. Ist mit dem Bild hier irgendwas? Ach, das Gemälde, da können wir jetzt was machen. Ah, und wir können an der Kette ziehen. Und jetzt geht die Tür auf. Jetzt geht die Tür auf. Hahaha. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir hier? Notizen von William Craven. Die Natur des Limbus hat sich mir offenbart. Es ist ein Behälter in einem Zustand der Existenz, worin der Geist eingeschlossen werden kann. Okay. Da haben wir das nächste Teil auch. Meine frühesten Erfolge waren kurz, aber belebend. Nach dem Ritual Maleficarum hielt die große Kugel die Geister für einige Sekunden und glühte sichtbar. Was haben die denn hier gemacht? Zerrissene Seite. Eine sorgfältig detaillierte Darstellung eines menschlichen Arms, der mit einer Zange in Bronze getaucht wird. Die Beschriftung erscheint befehlsartig, als ob sie aus einem Handbuch gerissen worden wäre. Okay. Dann nehmen wir das Ding mal. Dachbodenmodell. Wahnsinn, okay. Aber so ein bisschen kommt man in das Prinzip hier auch rein. Jetzt. Jetzt können wir auch raus. Oh Gott sei Dank. Lauf, 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 lauf. Ach, das ist ja das Ende des Ganzen. Da ist noch zu. Hier waren wir noch gar nicht. Da hinten ist die Treppe. Weg hier, ey. Das mit dem Schlafzimmer war jetzt auch schon echt gruselig. Und wie gesagt, diese Puppen erinnern mich immer. Oder sagen die, seit diese Statue hier auch in der Mitte weg ist, taucht die ja auch überall immer auf. Weiß auch nicht. Vielleicht so eine Art Geist oder so, den die sich wieder erweckt haben. Keine Ahnung. So, wo ist das Schlafzimmer-Ding? Ach, habe ich das noch gar nicht raufgetan? Wo ist das jetzt? Hat er das nicht in der Hand oder was? Das ist doch nur der andere Raum. Hä? Ich dachte, ich habe das in der Hand. Hat er das irgendwie losgelassen? Oh, jetzt sag mir nicht, dass ich da wieder hinrennen muss. Wie Panne. Nervig. Ich dachte schon, das liegt da noch. Bin ich jetzt auch noch auf der falschen Seite? Oh, ich bin jetzt auch noch auf der falschen Seite, oder? Blöd. Ach ja, das hier oben hatte ich noch nicht gelesen. Die Fotografie zeigt ein ausgearbeitetes Modell eines großen Anwesens mit vielen Räumen und winziger Einrichtung. Die betagten Hände eines älteren Mannes sind zu sehen, wie sie Anpassungen an dem Modell vornehmen. Ah ja, schön. Ich laufe auch schon. Es ist ein Mann. Ich höre ihn schnaufen. Wir spielen einen Mann. Bestimmt zum... Ja, Detektiv oder Polizist oder so. Ja, die Tür ist ja auch noch auf. Wo ist denn das Ding? Lässt er das einfach hier, das Dachmodell hier, weil er die Tür aufgemacht hat, runterknallen, ey. Hol. Und ich hab's nicht mal gemerkt. Weil die Grafik bei mir gerade so scheiße ist. Aber an sich sieht es ja eigentlich sehr grafisch gar nicht schlecht aus. Für ein Indie-Spiel finde ich das gut. Ja, er legt das jetzt auch automatisch hier hin. Das ist ja wunderschön. Dann dreh das mal wieder. Wann leuchtest du denn? Leuchte mal. Soll sich mal wieder so verbinden? Verbinde dich. Irgendwie. Muss doch bestimmt so rum. Dann da oben ran oder so. Nee? Was wollt ihr denn von mir? Oder kann man das... Man kann die auch hier ablegen irgendwie, aber... Ich glaube...
Das andere hat sich doch auch so verzwirbelt. Jetzt verzwirbel dich schon. Also die Idee an sich ist ja schon sehr komplex. Also ich kenne eigentlich kein Spiel, wo man sich selber die... Also so ein Grusel-Indie-Spiel, wo man sich selber die Räume auch noch irgendwie schaffen kann. Ob das aber so nötig ist, weiß nicht. Also ich würde es genauso gruselig auch ohne diesen Modellkram finden, aber so hat man natürlich so eine Aufgabe auch zu erledigen. Was mache ich denn jetzt falsch hier? Das gehört doch da ran, oder nicht? Oder kann ich hier auch einen wegnehmen? Ja, der gehört ja wohl ran. Und wenn ich den jetzt wegnehme und stattdessen den... Ah. Ach so. Ich kann die auch weglegen und dann alles klar. So. Jetzt müsste ich eigentlich zum Dachboden können. Leuchtet es jetzt hier wieder irgendwo? Also Dachboden nehme ich mal an, dass wir dann nach oben gehen müssen. Und diesmal gehe ich mal nach rechts. Na? Und ich kann tatsächlich durchgehen. Ja, ich bin richtig hier. Hier haben wir wieder dieses Kugelding. Das scheint überall zu sein. Dann muss es ja irgendwas auf sich haben. Ist doch komisch. Hier haben wir wieder einen Globus. Was haben wir hier für Bilder? Was ist denn das? Sieht aus wie ein Reh? Nee, ein Hase. Ach so, ist ein Hase. Es ist so nur so groß, deswegen hat es mich gewundert. Ich weiß nicht, sieht irgendwie eklig aus, das Bild. So Stillleben und ganz ehrlich, das sieht doch schon voll 1A nach dieser ekligen Figur aus. Nimm das Tuch ab, ey, damit ich mich nicht erschrecke. Hier haben wir was zu lesen. Tabelle. Eine handgeschriebene Liste. Sie enthält 23 Nachnamen, jeder gefolgt von einem anderen Daumenabdruck. Darunter finden sich die Namen Howard, Larsen und Hedgepeth. Oh, ich habe Angst, dass hier diese Decke mit der Figur ist. Oh, jetzt ist es weg. Oh, es war so klar. Jetzt ist es weg. Oh, leck mich doch, Spiel. Boah. Hier, Kordel. Ich will jetzt aber trotzdem noch dran vorbeigehen. Shit, ich kann nicht mehr dran vorbeigehen. Das war jetzt blöd. Ja, dann geh mal rauf. Tollen Dachboden. Gar nicht gruselig. Geburtsurkunde. Die Geburtsurkunde von William Craven, geboren 1857 als Sohn von Jacqueline und Lord George Craven von Dubful Pass, Virginia. Es ist gruselig hier, ganz ehrlich. Voll verwinkelt auch alles. Ich will nicht. Ich will gar nicht gucken immer. Ich drehe mich immer so schnell um. Hier, nimm den Krug. Oder das da. Was ist das? Nimm das doch einfach. Okay, er nimmt es nicht. Oh, Anspannung. Scheiße, es kommt wieder, es kommt wieder. Und es kommt wieder und ich laufe voll rein gerade. Ich laufe voll rein gerade. Shit, 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 shit. Wo bist du? Komm, lauf dran. Lauf irgendwie dran vorbei. Er ist hinter mir, okay. Wo ist das Ding? Wo ist das, was ich mitnehmen soll? Es muss doch hier irgendwie rumliegen. Geh runter, genau. Ist eine tolle Idee. Geh runter. Hallalala. Da. Nee. Scheiße. Abgeschlossen. Mami. Ja, und wenn ich wieder rausrenne, dann... Blöde. Das muss auf dem Dachboden sein. Oh. Ich krieg einen Rappel hier. Das Vieh ist doch hier oben. Da steht das doch.
Kacke. Hier, da kann ich doch was machen. Was ist denn hier oben? Ich kann da bestimmt was reinwerfen. Moment, ich nehme so ein Ding und werf das da oben rein. Oh, fast geschafft. Komm, das machen wir nochmal. Nimm das da. Oh. Lebensaufgabe. Oh. Kannst du nicht ein bisschen weiter werfen? Ich glaube, ich muss mal höher dingsen, höher zielen. Ja! Guck mal, ist doch drinne gelandet. Hallo, ist doch drinne gelandet. Dann werfen wir das jetzt auch noch dazu. Ah! Da tut sich doch da hinten jetzt was. Ich weiß aber nicht, ob das reicht. Aha. Ich bin gut. Ich schaff das hier noch. Ih, da sind irgendwelche Viecher. Oh, daneben. Jetzt. Es hat ein Dingsbums gemacht. Was hat sich jetzt hier getan? Es speichert. Speichern ist gut. Speichern ist wunderbar. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Es kommt wieder, es kommt wieder, es kommt wieder. Es kommt wieder. Das Ding. Getriebe. Getriebene, Getriebe A, Zahnrad, nur außerhalb der Reichweite. Es ist ein zerbrochenes Fenster. In den Hintergrund, die außer, was weiß ich was. Keine Ahnung. Oh oh. Oh oh. Oh oh, nein, ich sehe nichts. Geh runter. Ja, geh runter. Das ist toll. Geh runter. Oh. Bin ich jetzt wieder sicher? Aber das Licht ist so anders hier, oder? Oder war das vorher auch schon so? Oh mein Gott. Hier kann ich ja wohl nicht mehr lang. Da ist es doch. Yay. Yay. Ich hab's geschafft. Sogar ohne sterben. Juhu. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Shit the fuck, scheiße, fuck. Lauf, 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 lauf. Geh da durch. Nein. 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 Und sie steht da. Und ich muss doch hier durch, oder nicht? Nein, 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 nein. Ich sehe dem Tod ins Grauen. Komm, lauf dran vorbei. Lauf dran vorbei. Ja, ich weiß. Es ist böse, böse. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Nein, ich habe das Modell verloren. Ich habe das Modell nicht mehr bei mir. Aber... Ich habe das Modell doch nicht mehr bei mir. Scheiße. Der Schrecken lebt in den Nischen der Dunkelheit, an einem Ort zwischen Neugier und Wahnsinn. Ich kann es spüren. Es trachtet danach, mich zu vernichten. Ich habe das Bibliotheksmodell gefunden, das bei meiner Ankunft auf dem Tisch in der Eingangshalle lag. Es scheint zwei Eingänge zu haben. Einen davon auf der oberen Etage. Ja, schön, du hast es aber verbummelt, du Trottel. Jetzt darf ich da nochmal hin. Da ist es doch. Nein, da ist es nicht. Ich denke immer, die Bücher sind das. Jetzt ist das Ding nämlich auch unten. Oh. Da. Da habe ich es verbummelt. Nimm. Schnell wieder zurück. Haha. Irgendwie ist das voll gut, wenn man es verliert. Man verliert es halt nicht wirklich, aber die Figur kommt dann zumindest nicht wieder, wenn man es einmal zurückgeschafft hat. Das finde ich ganz gut eigentlich. Wir haben jetzt auch gleich fast eine Stunde geschafft. Das ist so die Zeit, die ich mir eigentlich auch für so einen Let's Test vornehme. Und
Ich finde, dafür sind wir sehr weit gekommen. Ich kann mir also gut vorstellen, dass das Spiel deswegen gar nicht so lange ist. Puh. So. Liegt es jetzt drauf? Bibliotheksmodell. Dann kann ich doch das jetzt wegnehmen. Mal immer das Dachbodenmodell, das legst du mal hier ab. Und jetzt nehmen wir das Bibliotheksmodell. Wunderbar. Okay. Das wäre dann das Bibliotheksmodell. Nehmen wir mal noch nach oben. Ach, es speichert. Das finde ich schön. Und ich würde sagen, so spannend es hier an dieser Stelle auch ist, ich möchte eigentlich auch gerade wissen, wie es weitergeht, aber ich muss da euch entscheiden lassen, wenn euch das Spiel gefallen hat, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ja, dann sagt es mir, dann mache ich das als Let's Play sozusagen weiter. Ansonsten breche ich das Ganze jetzt hier ab und Spiel ist alleine wahrscheinlich zu Ende, weil ich wissen will, was es jetzt mit dem Ende auf sich hat, was es mit diesem Craven auf sich hat. Ich fand das Spiel an sich ziemlich spannend. Also, es ist halt jetzt nicht so, sag ich mal, ein Spiel, was man immer wieder nochmal gerne spielen möchte. Und ich finde das im Moment auch noch nicht so tief irgendwie von der Story her und Ganzen. Ich finde die Grafik schön und ich finde die Idee halt auch sehr originell mit den Räumen und dass man da diese Modelle finden muss, ist halt ein bisschen abstrakt irgendwie. Und es gruselt mich auch sehr, weil es ja auch mit dieser Unreal Engine Geschichte wieder gemacht wurde, das Spiel. Und von daher, ja, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr es fandet und dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal dann weiter, ob mit oder ohne Facecam, weiß ich nicht. Wenn ohne, dann ist das auch ein bisschen ruckelfreier. Wenn mit, dann so wie jetzt. Und oder halt gar nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle und gruselt euch nicht zu viel. Bis dann!